Jessica ist sehr eine lebenslustige, glückliche, also alles ist eigentlich gut in ihrem Leben. Danke. Aber ich glaube, das hätte ich auch noch alleine hinbekommen. Danny trifft auf Jessica, die er besonders findet, weil sie was sagt, was sie denkt und nicht dieses Spielchen mitspielt, das alle Mädels mitspielen und nicht dieses schüchterne Püppchen ist. Falls du mich kennenlernen willst, dann mach's gefälligst ordentlich und lad mich auf ein Date ein oder so. Jessica trifft Danny auf eine junge Frau, auf einen Menschen, der ihn nicht dafür verurteilt, für seine Vergangenheit. Meinst du, AIDS? Nein, ich meine nicht AIDS, ich meine HIV-positiv, das ist ein Unterschied. Sie ist mutig, wenn du so einem Schicksal gegenüberstehst, ist immer die Frage, wie reagiert man auf sowas. Sie merkt gar nicht, wie stark sie eigentlich ist und das zeigt wieder, dass wir Frauen einfach diese Stärke schon in uns haben. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg. Das will ich aber nicht.